Im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung musst du deine Einkünfte schätzen und angeben. Da passieren häufiger Fehler und damit die nicht passieren, erkläre ich dir in diesem Video, was du machen musst. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung. Wenn du im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung zu Punkt 3 kommst, musst du Schätzungen machen, wie viel du denn so einnehmen wirst. Das heißt, du musst deine Einkünfte schätzen. Der häufigste Fehler, der kommt und der allerwichtigste Punkt, den du verstehen musst, ist, es geht um eine Einkommensschätzung. Und es gibt einen Unterschied zwischen Einkünften und Einnahmen. Einnahmen ist dein Umsatz und Einkünfte ist dein Gewinn. Deswegen heißt es übrigens auch Einkommenssteuer und nicht Einnahmenssteuer. Und hier in diesem Segment musst du deine Gewinne eintragen. Das heißt, das, was am Ende übrig bleibt. Es gibt 7 Einkunftsarten. Das liegt daran, weil das Einkommensteuergesetz in Deutschland kennt quasi 7 Einkunftsarten. Kategorien. Du musst da nicht überall was einfüllen. Hier wird Land- und Forstwirtschaft stehen, da wird Kapitalvermögen stehen, da wird nicht selbstständige Arbeit stehen, Gewerbetätigkeit, da steht selbstständige Tätigkeit. Ja, und eine ganze Reihe an Punkten, das musst du alles nicht haben. Das, was am häufigsten ist, und deswegen gehe ich davon aus, dass du das bei dir auch hast, ist Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Das ist deine Angestellten-Tätigkeit. Da musst du bitte die Zahlen eintragen für dieses Jahr und für kommendes Jahr, die du erwartest und die du schätzt. Und dann gibt es häufig Verwirrungen zwischen der Kategorie selbstständige Tätigkeit und gewerbliche Tätigkeit. Warum gibt es dafür 2 Felder? Weil es bei der Anmeldung gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Entweder meldest du dich als Freiberufler an, als selbstständiger Freiberufler oder als selbstständiger Gewerbetreibender. Wenn du Gewerbeschein hast und dich als Gewerbetreibender angemeldet hast, trägst du deine geplanten Gewinne in diesem Folgejahr bitte unter Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit ein. Wenn du Freiberufler bist, bitte unter selbstständiger Tätigkeit. Wichtig ist auch, das ist keine Steuererklärung, hier geht es nicht darum, exakte Zahlen anzugeben. Bitte schätze deine Gewinne für dieses und folgende Jahr sehr, sehr grob. Hier geht es wirklich nicht um irgendwelche exakten Zahlen. Du musst auch nicht die gleichen Zahlen eintragen, die du vielleicht in Gründungsförderungen angegeben hast oder in deinem Businessplan stehen hast. Diese Zahlen sind wirklich nur ganz grobe Schätzungen, um später deine Vorauszahlungen festzusetzen. Ich empfehle dir auch, selbst als Gründer, der mehrfach gegründet hat und weiß, dass am Anfang einer Selbstständigkeit immer alles deutlich länger dauert, als man sich das vornimmt, schätz konservativ. Also wirklich grob gerundet, gern auch auf 5000er gerundet, setz wirklich eher konservativ deine Gewinne an. Und dann werden darauf deine Einkommensteuer- und Gewerbesteuervorauszahlungen festgesetzt. Du wärst nicht die erste Person, die super motiviert da hohe Zahlen einfüllt und später darunter leidet, dass sie hohe Einkommensteuervorauszahlungen hat. Wenn du jetzt was Niedriges einträgst, niedrige Einkommen einträgst und später verdienst du doch viel mehr, gibt es auch immer die Möglichkeit, diese Einkünfte später noch hochzusetzen. Aber du machst dich nicht strafbar oder machst nichts falsch, wenn du da eher niedrigere Zahlen ansetzt. Am Ende ist Liquidität in deinem Unternehmen am Anfang deiner Selbstständigkeit auch wichtiger als die höchste Einkommensteuer, um dann eine Einkommensteuererstattung zu bekommen. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen. Wenn du weitere Fragen hast, solltest du unbedingt einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Oder lass uns am besten telefonieren. Wenn du Freiberufler oder Selbstständiger bist, dann findest du den Link, um einen Termin zu buchen, unter diesem Video. Außerdem solltest du unbedingt den Kanal abonnieren. Das kannst du hier machen. Und wir haben auch weitere Videos für dich aufgenommen. Die findest du zum Beispiel hier oder hier. Es gibt häufig Fehler,